Hi ho, willkommen zurück hier bei Monster Hunter 4 Ultimate für den Nintendo 3DS. Beim letzten Mal haben wir gegen zwei Kisu gekämpft, die wir mit der coolen Morph-Axt, die wir hier am Rücken tragen, besiegen konnten. Und jetzt, ich gucke erstmal, was jetzt eigentlich dieser nächste Auftrag wäre. Ich weiß es nämlich schon gar nicht mehr. Schauen wir einfach mal nach. Ach, da haben wir noch was offen. Und zwar, ach ja, die Sperrentumfische angeln. Ich weiß nicht, ob es da einen bestimmten Köder gab. Kann man... das weiß ich gerade echt nicht. Gibt es Sperrentumfischköder? Also ich habe noch keinen. Ich weiß auf jeden Fall, wo sie vertreten sind. Ich werde auch die Waffe hier behalten, weil wir eben beim Frostseeweg kämpfen müssen. Beziehungsweise kämpfen, in Anführungszeichen. Natürlich müssen wir eigentlich nur beim Frostseeweg angeln. Aber naja, oh, hier einige haben Attribute hoch. So. Kemo hatten wir dann auch im Einsatz jetzt gehabt einmal, ne? Dann würde ich sagen, könnte man... Der kann gerade nicht mehr trainieren. Na gut, dann... wenn wir das Kokskind jetzt mitnehmen und dann werde ich auch... ich meine, ich kann ja jetzt auch schon austauschen. Das heißt, erstmal hier alle, die wir schon mal hatten, nach ganz hinten. So, Herr Rot, du leider auch. So. So, wen hatten wir denn noch? Erik. Julian, Moritz. Haben wir Daniel gar nicht hier drin? Aber ich weiß auch, einer hat jetzt in den Kommentaren geschrieben, Daniel hier, den soll ich auch mal mitnehmen. Aber ich sehe gerade gar keinen Daniel, naja. Real-Life-Pokémon ist hier mit drin, den nehme ich mal mit rüber. Dann nehme ich mit rüber Erik. Dann Julian. Und ich würde sagen den Shadow Ninja. Dann haben wir die erstmal. Dann schicken wir die anderen mal alle ins Training. So, weil Kokskin kommt jetzt erstmal mit. So, gut. Dann werden hier erstmal alle fleißig auf Vordermann gebracht. Und wir begeben uns jetzt zu den Sperrtunfischen. Gibt es irgendwas, mit dem man besser angeln kann? Gibt es überhaupt sowas? Hier kommen Milch. Was war das hier? Orakel, Kombination, Dungmeister. Gemüse vielleicht. Vielleicht Gemüse und Milch. Ich vergesse das immer. Fisch und Milch vielleicht. Ja, das war hier mit Sammler und so. Ich vergesse nämlich immer, was hier mit Sammler war. Das bringt uns nicht viel, ne? Ja, das brauchen wir alles nicht. Ach, hier, Angler. Okay. Nehme ich. Was sollen wir auch Angler jetzt kriegen? Ich bezweifle es ja stark, aber naja. Vielleicht frisches Aroma, Miau. Und? Oh, wir haben Angler bekommen. Sehr gut. Aber ob uns das jetzt, viel bringt, ist fraglich. Wir werden es ja sehen. So. Genau, erstmal sollte ich auch die Quest annehmen. Wäre gut, ne? Sonst kann man ja nicht rausgehen. So. Zack. Und zack. Was will er hier direkt? Warum habe ich Mama Miau nur versprochen, ihr Sperrentumfische zu besorgen? Ich könnte nicht mal einen fangen, geschweige denn mehrere. Ich habe ein Problem. Könntest du ein paar für mich angeln? Das könnte ich tun. Was ich jetzt hiermit ja auch mache. So. Wir brechen auf, meine ich natürlich. Auf in die Quest. Auf zum Frostseeweg. So, nehme ich auch gleich mit alles. Also man fängt die nur mit Würmern, okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht.
Aber naja, wenn es das liebe Spiel das sagt, dann wird es wohl so sein. Gut. Für diejenigen, die diese Quest auch schon mal hatten oder sie eventuell nicht finden, ne, die mit dieser Quest selber beschäftigt sind, weil ich habe damals auch beim ersten Mal ziemlich lange danach gesucht. Hier, man läuft nach Gebiet 2. Müsste hier eventuell ein paar Mal hier auf die Viecher hauen, deswegen habe ich auch die Waffe behalten, wie schon gesagt, ne? Weil das hier wirklich nervig, wenn man angeln will. Und die Sperrtumfische sind dann direkt hier. Sieht man auch schon einen großen. Also ich weiß auch gar nicht, wie viele wir. Beute entwischt, okay. Wenn ich mir jetzt einen Wurm reinschmeiße, was passiert dann? Dann beißt da so einer an. Wir brauchen ja den Sperrtumfisch. Das hat so ein bisschen Geduld. Geduldsprobe, sage ich mal. Ist ein bisschen blöd halt, weil der Sperrtumfisch, wie man sieht, ja auch noch ein bisschen langsamer ist. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich erst die ganzen anderen Fische rausangeln hier. Aber naja. Ein Machovis. Brauchen drei, ne? Eieiei. Das kann ja was werden, ne? Also angeln hier immer wieder schön. Ich weiß auch, dass ich lange für die damals gebraucht habe, für diese Quest. Aber wie lange genau, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Es hat auf jeden Fall gedauert damals. Oh, jetzt kriegen wir ihn aber, ne? Ja, da haben wir ihn. Da muss man ein bisschen drehen, den Analogstick. Also beziehungsweise den Control-Stick, mit dem ihr euch bewegt. So, und jetzt müsste man theoretisch... Ich guck grad, ob die Ben Harper sonst nicht irgendwie angreifen. Jetzt müsste man theoretisch warten, bis hier neuer ist. Ich weiß nicht, ich probier's mal. Ob das funktioniert, wenn man das Gebiet wechselt. Ob dann ein neuer spawnt. Das habe ich noch nie ausprobiert, glaube ich. Ja, sieht auf jeden Fall sehr sperrtunfischhaft aus. Was ist das? Sind das Bomben-Arowana oder wie die heißen? Oh Gott, die sind auf jeden Fall auch ziemlich. Was ist hier jetzt aufgetaucht? Natürlich. Mitten beim Angeln oder was? Mann, Samtrios. Wir haben keine Zeit für dich. Natürlich! Ich glaube, ich hätte die Vespoids doch vernichten sollen. Obwohl. Samtrios hat uns gerade hier eins schön vor die Füße gelegt. Hör doch mal auf, Mensch. Bist eh nicht so stark für wie du, für was du dich hältst, würde ich sagen, oder nicht so stark, wie du dich einschätzt. So, komm, das schaffe ich. Naja, fast. So, schnell mal nachladen. Klick. So. Aua. Manno. Na gut, der haut ab. Oder auch nicht. Du darfst gerne gehen aus dem Gebiet. Ich habe da kein Problem mit. Kannst auch meinetwegen rumschreien wie ein kleines Mädchen. Das interessiert mich nicht. Wenn es sein muss, töte ich dich auch.
Na, ich hoffe, das hat wehgetan, Mann. Hier, das halte ich von deinem eisigen Antlitz. Na, ob das Nachladen jetzt so intelligent war? Ich glaube, die Antwort ist nein. Ich will doch nur angeln, Mann. So, zack. Ins Gesicht, aber hat nicht viel gebracht, okay. Solltest lieber nach da rollen, lieber Jäger. Wäre von Vorteil. Ein Trunk eingeschmissen. Wann bläht es sich denn mal auf? Kein Bock so, Feuerschwäche doch nicht mehr. Oh, wow, 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 wow. Okay, ich werde mich nochmal schnell sicherheitshalber heilen. Na, jetzt macht es das. Darauf habe ich doch gewartet. Mann, siehst du hübsch aus. Aber naja, das kennen wir ja schon. So, und einmal rein in den dicken Wanst und dann schön durchrühren. Mmh. Lecker Zamtrüms-Gulasch. Wohl eher Sushi, ne? Ist ja ein Fisch. So, Pam, Pam, Pam. Und nochmal, zack, 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 zack. So, ich lade lieber nach. Zack. Dann rollt es erstmal zu uns. So, es ist geplatzt. Na gut. Das werden wir jetzt auch nochmal schnell besiegen, damit es uns nicht nochmal stört. Bei der ganzen Angelei wollen wir auch nicht haben. Deswegen gehen wir mal hinterher. Oh, es hat was fallen lassen. Wahrscheinlich wieder Tränen. Oh, ein Eiskristall. Na gut, kann man immer mal gebrauchen, ne? So schlecht ist das jetzt nicht. Aua. Brüll mich doch nicht an, Mann. Aber ist cool, dass es schon hinkt, ne? Wir haben auch zweimal die Elementarexplosion hier, die hier, in ihn reingedonnert. Und die hat ihn jetzt auch noch getötet. Cool, das war eine Nebenquest sogar. Hab ich gar nicht gesehen. Ja, Nebenquest Zamtrios besiegen. Interessant, interessant. Na, ich denke mal, wenn man keine Dungbomben dabei hat, ne, und weil wir auch an sich keine haben, ich habe ja schon in der Truhe und sowas beim letzten Mal bei den Käse geguckt, bleibt dann, glaube ich, gar nichts anderes übrig, als das Monster zu bekämpfen. Und zum Glück habe ich die Waffe mitgenommen. Ich habe nicht mehr gewusst, dass Zamtrios hier mit drin ist. Aber ich wusste noch, so irgendwie Unterbewusstsein, sage ich mal, hat mir irgendwie gesagt, du brauchst hier definitiv Feuer. Irgendwas hat es leichter gemacht, sage ich mal. So irgendwie hat mein Kopf mir gesagt, wenn du Feuer hast, wird das hier leicht. Oder sagen wir, leichter. So ist der nächste Sperrthunfisch. Das war falsch. Ich wollte keinen Trank nehmen. Ich wollte die Angel reinschmeißen. Mann. Ist das ein Sperrthunfisch? Das sieht gar nicht danach aus. So, und nochmal rein damit. Ich weiß gar nicht, ob es einen Sperrthunfisch-Köder gibt.
Habe ich ja vorhin schon gesagt, ne? Ist hier ein bisschen. Natürlich für euch dann wahrscheinlich auch selber ein bisschen langweilig, jetzt hier zuzugucken, wie ich die ganze Zeit irgendwelche Viecher angeln muss. Aber wie gesagt, das bleibt ja leider nicht aus. So, gehen wir mal auf ein Kältegetränk oder Heißgetränk. Kältegetränk wäre hier, glaube ich, ein bisschen unangebracht. Und weiter geht's. Das Gute ist, dass die Fische nur einmal kurz anbeißen müssen. Zack, und wir können sie schon fangen. Weil wir Angler drin haben. Ich glaube, das ist das ja, ne, dass sie besser anbeißen. Das macht das Ganze ein bisschen leichter. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das bei Monster Hunter möglich ist, hier alles rauszuangeln, weil es kommen immer wieder neue Fische nach, da wie man gerade sieht. Na gut, haben wir auf jeden Fall nachher viele Fischis. Oh. Ja, drehen. Gourmet-Thunfisch, okay. Das habe ich ja vorhin gar nicht nachgeschaut, ne? Weil wir vorhin schon mal so einen großen Fisch hatten. Was das nun war. Aber jetzt weiß ich es ja, ein Gourmet-Thunfisch. Ein Schlaffisch. Oder ein Schlaffisch. Man weiß es nicht. Splitterfisch. Oh, da ist ein Speerthunfisch wieder aufgetaucht. Diesmal wirklich. Dupp-di-dupp. Also mit dem Angler-Dingens ist es wirklich leichter, weil man jetzt nicht mehr darauf achten muss, wie oft die Pose runtergeht. Die geht gleich beim ersten Mal runter. Zack. Das ist voll cool. Und rein damit. Und raus damit. Das Gute ist auch, dass es in den späteren Teilen so gemacht haben, dass man unendlich Köder hat. Weil ich weiß noch, auf der PS2-Version damals, dass wenn man solche Quests hatte, man ziemlich schnell keine Würmer mehr hatte. Damals konnte man ja nur mit Würmern und halt mit den ganzen anderen Ködern halt angeln. Und das war ziemlich anstrengend, dann da immer wieder an einen Ort zu gehen. Natürlich kann man da auch unendlich Köder gehabt, in dem Sinne. Man ist einfach zu einem Stein gegangen, also da war es bei Monster Hunter, der PS2-Version war es halt so. War da so ein Stein, in dem man immer Würmer gekriegt hat, unendlich lang. So, Nummer 2. Glaube ich zumindest. Ja. Ich habe jetzt nichts gefangen, weil ich zu spät gedrückt habe, aber egal. Ja, auf jeden Fall war das dann da so, dass man dann immer sich an den Stein begeben musste, um Würmer zu sammeln. Das war aber nervig, weil die Würmer waren nicht am selben Ort wie der Angelteich. In der PS2-Version. Die waren meist immer an verschiedenen Orten. Das heißt, musst du da erstmal hinlaufen, den Stein bekrabbeln, um erstmal wieder 10 Würmer zu haben und dann wieder zurücklaufen, angeln 10-mal. Wenn man dann nicht das bekommen hat, was man brauchte, der ganze Blödsinn wieder von vorne, ne? Das heißt, dann wieder hingelaufen, um. Was macht ihr denn da? Oh, haben wir schon den Speerthunfisch gekriegt? Sehr gut. Ging ja doch schneller als gedacht. Ich dachte eigentlich, jetzt hat der Goldenfisch da angebissen, aber egal. Ja, war halt auf der PS2-Version alles ein bisschen ekelhafter, um das mal so zu sagen. Aber naja, haben sie ja zum Glück vieles benutzerfreundlicher gemacht. Und wie man auch sieht, genau 20 Minuten ging die Folge. Mensch, Mensch. Wir werden immer besser. So. Hier, deine 3 Speerthunfische. Zack. Hab ich gern gemacht. Oh, hier. Ersatz. Mega-Fliegenköder, okay. Komm, hier, eine Fackel nehme ich auch mit. Ich nehme alles mit. Ich bin geizig. Und ich leg mich schlafen. Gute Nacht. So, ich bin jetzt mal gespannt, was jetzt als nächstes kommt.
ob wir die 5-Sterne-Quests jetzt alle abgeschlossen haben. Und da müssen wir irgendwo nochmal nach Katar oder so, ne? War jetzt eigentlich die Hauptaufgabe. Sperrthunfisch, blauer Schlitzer, Schlemmthunfisch, Megafliegenköder, okay. Alles klar, Mann. Und hier noch ein paar Zamtrios-Teile. Und natürlich hier Wettsteine. Warum auch immer. Egal. Einfach nicht hinterfragen. Kokskind ist jetzt Stufe 6. Sehr gut. Und Speichervorgang. So, welche Quest kommt als nächste? Das frage ich mich auch. So, wo ist der Typ hier? Der war hier vorne, ne? Genau, mal sehen, was er sagt. Miau, die Jäger, wie geht's? Danke, dass du den Sperrthunfisch besorgt hast. Mama Miau war so glücklich. Miau. Ihr Lächeln ist so ansteckend. Ich würde dich ja umarmen, wenn ich nicht eine Menschenhaarallergie hätte. Miau. Alles klar, sowas gibt es bei Katzen. Dabei sind wir Menschen ja gar nicht so doll behaart. Na gut, kommt immer drauf an. Ne, immer noch Silber. Immer noch ein Silberpfeil, heißt also hier noch nicht alle Quests erfüllt. Na gut. Ja, auf jeden Fall, die sagen, Menschen sind ja normalerweise eigentlich nicht so doll behaart. Kommt immer auf den einzelnen Menschen drauf an, ne? Da sagen wir mal, in der... Im Durchschnitt haben wir nur auf dem Kopf viele Haare. Wenn man jemanden umarmt, ja gut, das kommt auch dann wieder auf die Körpergröße an, ne? Das muss man ja auch wieder sehen. Aber wenn ich jemanden umarme, der ein Stückchen, sagen wir mal, ein ganz kleines Stück kleiner ist als ich oder genauso groß ist wie ich, dann umarme ich ja nicht seine Haare. Aber egal. Die Katze weiß, wovon sie redet. Muss sie. So, gut, dann würde ich sagen, das war's dann wieder erstmal mit Monster Hunter. Ich habe vergessen, die Szene zu wechseln. Ich weiß. Ich bin nicht so schnell. Gut, das war es jetzt sowieso erstmal mit dieser Folge. Beim nächsten Mal dann nach Katar und schauen wir mal, was uns denn die Leutchen da so zu sagen haben, ne? Also dann bis zur nächsten Folge. Tüdelü.